Quan Chi gehört mir. Und damit herzlich willkommen, ihr Lieben, zurück zu Mortal Kombat X. Wir sind mit Scorpion unterwegs und ja, müssen gegen Sonya Blade kämpfen. Ich bin ja gespannt, ob ich das irgendwie hinkriege hier, gegen die Gute zu gewinnen. Bin natürlich jetzt schon wieder ein bisschen raus. Das ist die erste Folge, die ich nach meinem Urlaub aufnehme. Aber den ersten Kampf haben wir ganz gut eigentlich gemeistert. So, komm mal her hier. Sehr schön. Die hat doch noch ihren X-Ray. Ah, der ist nicht durchgegangen. Sehr schön, komm mal her, Sonja. Das war's leider für dich. Tut mir leid. Ich bin nicht Ihr Feind, General Blade. Pfeif deine Männer zurück! Wenn du unsere Freundschaft schätzt, gibst du mir Quan Chi. Verschwinde! Ohne Sento bist du verwundbar! Also Scorpion ist doch eigentlich einer von den Guten jetzt, oder? Jetzt müssen wir... Aua, das tat weh. Jetzt müssen wir gegen Sonya Blade und gegen Johnny Cage kämpfen. So. Aua. Mensch. Du bist aber auch gemein. Das ist kein Film. Okay. Kriege ich den X-Ray durch? Jawohl, sehr schön. Au, Johnny, es tut mir leid. Aber der X-Ray von Scorpion ist einfach richtig geil. Komm mal her, ja. Mann. Ja, ist ja gut. Ich weiß, du kannst gut schlagen hier. Mich nicht aufhalten. Sag das nicht. Hui, es tut mir leid, Johnny. Es tut mir echt leid. Aber wir müssen das tun. Nur Quan Chis Tod kann meine Wut stillen. Hanzo, nein! Du hast dir das Vertrauen der Shirai Ryu verdient. Wirf es nicht weg durch den Mord an einem greisen Zauberer. Dieser greise Zauberer ist der Schöpfer meines Leids. Vor 5 Jahren. Lin Kui Tempel. Meister Hasashi, ich bin froh, dass ihr kamt. Dann sprich. Ich will hier nicht verweilen. Ihr baut die Shirai Ryu neu auf, so wie ich die Lin Kuei umstrukturiere.
Wir lassen die dunkle Vergangenheit unserer Clans hinter uns. Verschreiben sie dem Schutz des Erdenreichs. Das gemeinsame Ziel gibt uns die Möglichkeit, alte Feindschaften zu beenden. Von vorne zu beginnen. Du gestehst, was du so lange abstritzt? Dass an den Händen deines Clans das Blut der Shirai Ryu klebt? Das Blut meiner Familie? Unsere Ehre ist wahrlich beschmutzt. Bitte, setzt euch. Nachdem wir von der Kontrolle Quan Chis befreit wurden, suchte ich meinen Clan auf. Ich hoffte, die Rebellion hätte die Pläne des Großmeisters vereitelt. Aber Sektor hatte die Vision seines Vaters verwirklicht. Die Lin Kuei waren vollständig cyberisiert. Ich schwor Sektor und seine Gefolgsleute zu töten, die Lin Kuei zu reformieren, unsere Ehre wiederherzustellen. Ich interessiere mich nicht für Lin Kuei-Probleme, Sub-Zero. Nachdem ich Sektor endlich tötete, fand ich heraus, dass die Lin Kuei ihre Ehre nicht erst mit der Cyber-Initiative verloren hatten, sondern schon lange zuvor. Es wird kein Frieden geben, Scorpion! Frost! Die Lin Kuei sind immer noch ehrlos. Meister Hasashi, wartet. Worauf? Noch mehr Verrat? Ich hol mir deinen Kopf! Okay, Scorpion gegen Sub-Zero. So. Oh mein Gott. Aber ich denke mal, auch diesen Kampf werden wir irgendwie gewinnen. Zumindest die erste Runde haben wir. Komm schon. Bleib stehen. Okay. Oh mein Gott, eingefroren. Jetzt geht's aber los hier. Ach Mist, der X-Ray ist nicht durchgegangen. Ach, man friert immer ein, wenn man in den seine Eisskulpturen da springt. So, komm mal her, Sub-Zero. Tja, der letzte Schlag hat dann doch ein bisschen besser gesessen, ne? Also ich mag eigentlich Scorpion und Sub-Zero. Nee, das machst du nicht wirklich, oder? Was soll das? Ich rief euch nicht, um euch zu verraten. Frost ist stark, ihre Urteilskraft nicht. Sie versteht die Weisheit des Friedens nicht. Ich kümmere mich um sie. Du sprachst von der verlorenen Ehre der Lin Kuei. Über Jahre dachte ich, ihr würdet meinen Clan fälschlich des Mordes an eurer Familie und an eurem Clan beschuldigen. Aber Sektors Cyber-Erinnerungen deckten die Wahrheit auf. Die Lin Kuei müssen sich an die Abmachungen halten, Sektor. Der Großmeister gab Shinnok sein Wort. Shinnok spricht nichts als Lügen, so wie ihr. Meine Bezahlung wird fällig. Ich habe die Shirai Ryu ausgerottet, wie abgemacht. Hanzo Hasashi lebt. Er ist euer Geist, Scorpion. Ich habe Scorpion aus der Seele Hasashis erschaffen, nachdem er starb. Die Vereinbarung wurde eingehalten. Nur der Worte, nicht ihrer Bedeutung nach. Ihr kriegt nichts. Harumi. Satoshi. Hätte ich gewusst, welche Rolle mein Clan bei der Ausrottung der Shirai Ryu spielte, wäre unsere Geschichte anders verlaufen. Ich tötete deinen Bruder, weil ich dachte, er... Quan Chi ist verantwortlich für Bihans Tod.
Sektor lag falsch. Es gibt noch eine offene Rechnung. Und Quan Chi wird sie begleichen. Also nach so einer Geschichte würde ich, glaube ich, auch gegen den kämpfen wollen. Macht ihn los. Scorpion. Wir können... Mein Name ist Hanzo Hasashi! Du hast meine Frau getötet, meinen Sohn. Und dann bist du in meinen Kopf eingedrungen, hast meine Rachegelüste gelenkt und mir so die einzige Chance genommen, sie zurückzuholen. Deine Familie, ich... Schweig, Zauberer! Nichts kann dir noch helfen. Na dann, wollen wir mal unsere Familie rächen, oder? Er hat uns ja total verraten eigentlich. Und Scorpion dachte immer, dass Sub-Zero den verraten hat, aber das ist überhaupt nicht wahr gewesen. Das war Quan Chi. So, die erste Runde geht natürlich an uns. Das ist ein Ende. Hallo? Oh mein Gott. Ah, der hat schon coole Moves drauf hier. Oh mein Gott. Bleib mal schön dort in deiner Ecke. Quan Chi. Ich bin aber nicht sicher, ob Scorpion ihn wirklich dann töten wird jetzt. Ach, ich wollte mit dem X-Ray beenden das Ganze. Schade. Aber es hat nicht ganz geklappt. Endlich spürst du meinen Schmerz. Scorpion, halt! Quan Chi! Amulett. Komm hierher! Nein! Lorino. Aetisto Dei. Mystic Naikoma. Nikon. Blut für Blut. Die Schuld ist beglichen. Oh, Scheiße. Befreit uns! Jetzt! Shinnok. Wie klein sie sind. Diese hier grüßt Lord Shinnok. Quan Chi hat seine Diener gut ausgewählt. Es war weise, mich im Erdenreich wiederherzustellen. Hinter ihrer Abwehr. Er hat sie getäuscht, ließ sich gefangen nehmen. Er wollte hierher gebracht werden. Eine Schande, dass er die Vollendung seines Werkes nicht erlebt. Von dir lasse ich mich nicht überraschen, Cage. Schaff ihn weg. Gelobt sei Lord Shinnok. Machen wir uns auf den Weg. Es befinden sich Erdenreichler im Unterreich. Das weiß ich. Sie werden eliminiert.
Oh, Scheiße. Mom! Wo ist Dad? Chinook. Mom, Mom, wo sind Sie hin? Mom? Dein Vater. Gefangener Chinooks. Im Himmelstempel. Kapitel 10. Raiden. Raiden! Raiden, alter Freund! Meister Borai Cho, ich bin froh, dich zu sehen. Es ist viele Jahre her. Zu lange, ja, zu lange. Wir alten Krieger müssen schließlich zusammenhalten, was? Sicherlich. Ich vermute, die Umstände haben dein Eintreffen herbeigeführt. Ja, ja. Ich fürchte, Chinook könnte zurückkehren. Ich habe versucht, dich zu erreichen. Ich fürchtete das Schlimmste. Als Kano Chinooks Amulett an sich riss, ließ er eine Falle zurück. Sie zu deaktivieren, zwang mich zu reisen in viele seltsame Reiche. Ich muss mich in die Jinsei-Kammer zurückziehen, meine Stärke wiederherstellen. Du bist also kurz davor, es zurückzuholen? Chinooks Amulett? Ich weiß es nicht. Die Deaktivierung der Falle benötigte meine volle Aufmerksamkeit. Nach meiner Verjüngung werde ich mich mit General Blade besprechen. Hätten wir Chinook nur während des letzten Krieges zerstört, wäre er doch nur sterblich. Solch Schönheit. Als würde man die Götterältesten selbst betrachten. Ich hoffe noch, dass wir diese Krise zu unserem Vorteil wenden können. Wie das? Quan Chis Magie bindet die Seelen vieler, die uns nahestehen. Nehmen wir ihn gefangen, zwingen wir ihn, sie freizulassen. Lu Kang und Kung Lao befreit? Ich vermute, das ist möglich. Solange Quan Chi lebt. Ich bereue es sehr, die Seelen unserer Kameraden an das Unterreich verloren zu haben. Kung Lao und Lu Kang, sie waren wie Söhne. Ich würde alles tun, um sie zurückzubringen. Genau wie Meister Borai Cho sagte, die Shaolin-Meister sind an Bord des Schiffes. Borai Cho erwähnte zwei Schiffe. Das andere hat schon abgelegt. Wir müssen sein Ziel herausfinden. Sie werden reden. Dafür sorge ich. Keine außergewöhnlichen Mittel, Kung Lao. Sie haben die Akademie überfallen, Meister Wen getötet. Sogar bei Tarkatanern gibt es Grenzen, die wir nicht überschreiten. Ja, Lord Raiden. Wie konnte Shao Kahn bloß den Befehl für solch einen dreisten Angriff geben? Er hat die Verwundbarkeit des Erdenreichs aufgezeigt. Shao Kahn wusste, dass wir keine andere Wahl haben, als noch einem Turnier zuzustimmen. Lu Kang besiegte Shang Tsung. Er wird auch Shao Kahn schlagen. Alles zu seiner Zeit. Zuerst befreien wir die Shaolin. Alle an Bord? Die Gezeiten warten nicht. Wir sind bereit. Shao Kahn will, dass den Geiseln kein Haar gekrümmt wird. Ihre Wunden sind nicht tödlich. Das hoffe ich, Baraka. Deinetwegen. Und deinetwegen auch. Krümmt ihr ihnen ein Haar, werdet ihr es büßen. Hakdora! Katana sind so leicht zu schlagen. Ja.
Palahei, Badaka! Leere Drohung, Raiden. Das Turnier wirst du nicht erleben. Und hier machen wir im nächsten Part weiter, ihr Lieben. Dann geht's mit Raiden gegen Baraka. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da oder eine Bewertung. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Basti. Tschüssi.